Antrag ist der Kollege Jürgen Hart von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es war natürlich eine schwerwiegende Entscheidung, die wir uns nicht leicht gemacht haben, als wir vor 3 Jahren entschieden haben, gegen den bisherigen Grundsatz tatsächlich in ein Krisengebiet Waffen zu liefern und Ausbildungsunterstützung zu leisten. Aber es war eine richtige Entscheidung, und es wäre die falsche Lehre aus der deutschen Geschichte gewesen, wenn wir aufgrund des gerade angesprochenen Prinzips eben uns zurückgezogen hätten von der Verantwortung und es hingenommen hätten, was der IS gegen die Jesiden speziell, aber auch gegen die kurdische Bevölkerung dort unternommen hat. Der Einsatz ist ein erfolgreicher Einsatz. Es sind mittlerweile von uns und anderen Partnern rund 16.000 Peshmerga-Kämpfer ausgebildet worden. Der Einsatz ist natürlich auch in eine Phase geraten, wo tatsächlich für die Zukunft überlegen werden muss, wie es weitergeht. Denn wir haben unsere Ausrüstungspakete, das, was wir an Material geliefert haben, abgeschlossen, planmäßig. Das, was vorgesehen war, ist im September diesen Jahres, glaube ich, zum Abschluss gekommen. Und wir haben mit dieser Ausbildung von 16.000 Kämpfern natürlich auch einen wesentlichen und wichtigen Beitrag geleistet, der erfolgreich war, denn der IS ist ja tatsächlich schwer in die Enge getrieben worden in der Region, und das Blatt hat sich zum Glück gewendet. Der Stand heute ist auch gekennzeichnet davon, dass wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass das Verhältnis zwischen der kurdischen Autonomiebehörde und der irakischen Zentralregierung eingetrübt worden ist durch die Entscheidung der Autonomieregierung Barzani, dieses Referendum durchzuführen. Wir haben immer davon abgeraten, wir haben davon gewarnt, wir haben uns in dieser Frage klar positioniert und gesagt haben, die Einheit des Staates steht nicht zur Disposition. Autonomierechte sind wichtig, aber es bedeutet nicht, dass wir eine Zukunft in der Abspaltung des kurdischen Teils des Irak vom Irak sehen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir sowohl mit den Kurden als auch mit der Zentralregierung laufend im Dialog darüber sind, ob die Einladung, die Bagdad ausgesprochen hat seinerzeit, dass wir den Kurden helfen, was ja die völkerrechtliche Grundlage für unseren Einsatz dort ist, neben den UN-Resolutionen, die ja auch auffordert, Hilfe zu leisten, dass die auch bestehen bleibt, formal bestehen bleibt und auch mental, inhaltlich von der Regierung so gewünscht und getragen wird. Deswegen war es gut, dass wir einige Tage auch unterbrochen haben nach dem Referendum und nachdem es dort entsprechende Auseinandersetzungen gegeben hat. Ich glaube, insgesamt zeigen die letzten Wochen, dass unser Agieren dort, unsere aktive Rolle, die wir dort wahrnehmen, eher stabilisierend und beruhigend auf diese Situation zwischen Bagdad und Erbil einwirkt, weil wir ernst genommen werden als Partner und weil man eben auch weiß, wo wir stehen auf beiden Seiten. Und dass es deswegen auch schlecht wäre, wenn wir uns zurückziehen würden, weil wir diese Möglichkeit des Einflusses, der gegenwärtig, wie ich finde, befriedend wirkt auf die Situation innerhalb des Irak, diesen Einfluss verzichten würden. Deswegen finde ich es mindestens wichtig, dass wir das Mandat jetzt um 3 Monate verlängern. Und ich finde es wichtig, dass wir auch über das jetzt gültige Mandat in dieser Form hinaus bei einem neuen Mandat zwar über Veränderungen nachdenken, auch vielleicht über weitere zivile Komponenten nachdenken, aber nicht grundsätzlich in Frage stellen, dass wir mit dem, was wir vor 3 Jahren begonnen haben, natürlich auch eine Verpflichtung eingegangen sind. Ich würde mir wünschen, dass wir im Rahmen der Beratungen des neuen Mandats im nächsten Frühjahr auch die Frage bedenken, auf welchen Grundgesetzartikel wir dieses Mandat abstützen. Die Bundesregierung stützt sich auf Artikel 24.2. Das halte ich für eine tragfähige Grundlage für dieses Mandat. Ich bin aber der Meinung, dass auch der Artikel 87a des Grundgesetzes tragfähig wäre, wo ja rekurrierend auf die UN-Charta 51, dass jeder Staat das Recht hat, sich zu verteidigen, natürlich auch die Verteidigung im Sinne des Grundgesetzes eine solche Hilfeleistung sein kann. Ich würde mir wünschen, dass wir bei der Verlängerung des Mandats nicht nur über die Struktur und Inhalte des Mandats reden, sondern auch grundsätzlich über die Frage, was denn unsere deutsche nationale verfassungsrechtliche Grundlage ist. Ausdrücklich sage ich aber, dass ich 24.2 für eine ausreichende Basis halte und deswegen die Gründe der Grünen an diesem Punkt nicht nachvollziehen kann. Wie bisher glauben wir, dass es verfassungsrechtlich einwandfrei abgesichert ist. In diesem Sinne wünsche ich unseren Soldatinnen und Soldaten, rund 150
weiterhin jegliches Soldatenglück und eine gute Rückkehr aus dem Einsatz. Möge dieser Einsatz weiterhin unter einem guten Stern stehen. Dankeschön. Damit schließe ich die Aussprache in der Fraktion.